Yo, ich grüße euch Fußballfans, was geht ab? Bolzplatz Kids, willkommen zu meinem Fußballkanal. Wir predikten jetzt die Weltmeisterschaft, okay? Die finale Prognose. Mal schauen, ob sich mein Traumfinale bilden wird oder nicht. Let's go. So, willkommen zur Gruppe A. Als erstes sehen wir schon mal Katar, Austragungsland. Und das Austragungsland ist eigentlich immer schon sehr stark, immer motiviert, mit Feuer dabei. Letztes Mal Russland auch durchgekommen. Katar hat ihre letzten Spiele auch alle gewonnen. Und ich glaube nicht, dass sie letzter werden tatsächlich. Niederlande, einer der besten der Nations League, vor allem Frankreich und der Rest waren alle nicht gut. Ich sehe als ersten, boom. Ich glaube, Senegal wird ein bisschen overrated. Jeder denkt halt, die sind irgendwie jetzt voll krass oder gut, weil sie Afrikameister sind. Es hat aber die letzten WMs irgendwie nie gezählt, dass der Afrikameister da irgendwie weit kommt. Und wegen Mané, ich persönlich finde Mané gar nicht so stark bei Bayern. Bei Senegal muss man jetzt mal schauen, aber da wird das erste Spiel, glaube ich, eh nicht dabei sein. Das ist schon mal ein Ding. Und die restlichen Spieler, da sind halt welche, die man kennt. Ne? Koulibaly, dann die Sarr von Premier League und Idrissa Gueye von Premier League und Diallo und so weiter. Aber sind das jetzt wirklich so krasse Weltklasse-Spieler, dass die jetzt hier weit kommen? Ich hoffe doch, dass irgendeine afrikanische Mannschaft bis ins Halbfinale kommt. Aber muss man mal sehen, das wäre ein Traum. Das wäre das erste Mal, dass das passieren würde. Aber ich schwank da schon sehr. Ecuador sehe ich jetzt nicht so stark ein. Hab mal deren Form angeschaut. Da passiert nicht so viel bei denen. Ich schwanke zwischen Senegal und Katar und mich würde es nicht wundern, wenn Katar weiterkommt. Ich weiß, alle würden Katar als Letzten machen, aber ich kann mir vorstellen, dass Katar weiterkommt. Es kommt drauf an, aber Senegal müsste das dann schon packen. Ist der Ecuador nicht so stark? Deswegen gehe ich jetzt doch mal mit Senegal als Zweit. Gruppe B. So, da haben wir England, die in der Nations League nicht ein Sieg geholt haben. Ich halte nicht viel von denen. Die müssten Gruppenerster werden. Okay, im EM waren sie im Finale. Iran hat gegen Senegal unentschieden gespielt, haben gegen Uruguay gewonnen. Also, ich sehe die. Bisschen underrated vielleicht, also Iran. Aber bestimmt, die werden da schon ein bisschen Feuer machen. USA, sehr coole Mannschaft, aber auch hier, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, war die Form nicht so überragend, außer vielleicht ein Unentschieden gegen Uruguay, die ich eigentlich schon stark sehe. Ich würde es denen gönnen, ich mag die Spieler, sind aber nicht gut drauf. Die stärksten Gegner hatte die letzten Mal auf jeden Fall Wales, wenn man hier auch mal ein bisschen vergleicht mit USA und Iran in der Nations League, die dreimal hintereinander verloren haben. Gegen Polen, Belgien, Niederlande, schon härtere Gegner. War aber auch trotzdem immer nur ein Torunterschied. Deswegen gehe ich hier mit England Erster und Wales Zweiter. So, Gruppe C, wir wissen es, Argentinien, wie gut sie drauf sind. Und ich sag euch, ein Spieler, der wichtiger sein könnte als Messi, also nicht in dem, aber der in den wichtigen Spielen irgendwie immer da ist und sogar Messi aushilft, wenn der mal nicht in Form ist, ist Di Maria. Der wird ja auch, werden immer älter, aber trotzdem ist Di Maria irgendwie immer da, wenn es Messi irgendwie nicht ist für Argentinien. Und boah, mal schauen, ob sie die WM gewinnen. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen. Argentinien Erster, haben das letzte Spiel, glaube ich, auch mit fünf Toren gewonnen. Ich weiß es nicht mehr gegen wen. So, saudi-arabische Spiele sind, glaube ich, sehr, sehr langweilig. Da sind in den letzten 6 Spielen nur 4 Tore passiert. Die schießen kein Tor und die kriegen auch keine Tore. Also, das ist, glaube ich, sehr eklig, gegen Saudi-Arabien zu spielen. Da passiert immer nur ein Tor oder gar keins. Deswegen, glaube ich, nicht so einfach für Mexiko und Polen an sich. Mexiko finde ich sehr schwer einzuschätzen, wenn man sich mal die letzte Form anguckt. Mal Sieg, mal Niederlage, auch nicht die härtesten Teams. Da kennt Polen schon härtere Gegner aus der Nations League. Hatten es nicht einfach, genau wie Wales gegen Belgien, Niederlande und so weiter. Weil Polen da irgendwie ein bisschen erfahrener ist. Mit härteren Gegnern gehe ich hier mit Polen, dass die hier Zweiter werden. Hoffe ich auch für Lewandowski, würde mich sehr freuen, wenn der auch sein erstes WM-Tor schießen würde. So, kommen wir zur Gruppe D und da würdet ihr jetzt mit den Köpfen schütteln, weil Frankreich wird nicht Erster. Ich sag's euch, mir gefällt das Mittelfeld nicht. Natürlich ist der Kader komplett krass, aber das Mittelfeld ist einfach diese Stelle, die mir nicht gefällt. Und ich glaube, Didier Deschamps wird im Mittelfeld mit Tchouaméni spielen und mit Rabiot. Und Tchouaméni, super Spieler, sehr sicher, spielt schon irgendwie reif, aber ist mir noch zu jung, zu unerfahren, um einfach diesen Impact von Pogba und Kanté zu halten und Rabiot ganz, ist für mich einfach ein richtiger normaler Durchschnitts-3.0-Spieler. Nicht zu schlecht, nicht zu gut. Normal, es ist Rabiot, aber das ist mir zu wenig im Mittelfeld. Und Dänemark, ich finde die einfach stark underrated. Und ich sag, Frankreich wird ein bisschen strugglen am Anfang. Und ich sag, Dänemark wird Erster und Frankfurt und Frankreich wird Zweiter. Dänemark hatte auch schon in der Nations League 2-mal gegen Frankreich gewonnen. Die kennen Frankreich, hoffentlich gewinnen sie wieder. Und ja, die waren eigentlich ganz gut dabei. Australien ist seit 5 Spielen ungeschlagen, hatten aber auch nicht die härtesten Gegner. Die härteren Gegner hatte dann doch eher Tunesien und die haben sich gar nicht so schlecht gemacht. Die haben gewonnen gegen Japan und sie haben gewonnen gegen Chile. Gar nicht so schlecht, ja, aber trotzdem fliegen beide raus.
So, Gruppe E, Deutschland. In den letzten 9 Spielen hat Deutschland nur einmal verloren, aber auch nur dreimal gewonnen. Und dazu zählt das Spiel mit Oman. Es war jetzt kein geiles Spiel, ehrlich gesagt, aber daran kann man jetzt nichts messen. Die Spieler wollten sich natürlich auch nicht verletzen, ein bisschen gern runterschalten, bevor es dann richtig losgeht. Dennoch muss ich sagen, fehlt mir irgendwas bei Deutschland. Da fehlt mir der Wille, dieser Teamgeist, diese deutsche Mentalität. Wisst ihr noch, wie Italien die EM gewonnen hat? Du hast die Energie gespürt. Und bei Deutschland fehlt mir was. Ich spüre diese Energie in dieser Mannschaft nicht. Und ich muss sagen, dass ich Spanien auch etwas underrated finde. Man denkt gar nicht an sie. Die haben auch nicht den krassesten Kader, aber die erste Elf sieht dann doch eigentlich sehr spannend aus, meiner Meinung nach. Ich glaube, Deutschland wird es am Anfang vielleicht ein bisschen schwer haben, vor allem gegen Japan. Ich glaube, es wird ein hartes, hartes Spiel. Ich sage aber ehrlich, dass Spanien Erster wird und Deutschland Zweiter. Aber jetzt auch mal ganz kurz Japan erwähnen, weil das ist so eine geile Mannschaft. Viele Bundesligaspieler. Yoshida, Doan, Kamada, dann gibt es noch die alten Agatomo, Minamino, Endo. Japan hat so geile Spieler, geile Mannschaft. Brasilien hatte sich nämlich auch sehr schwer getan, gegen Japan zu gewinnen und die haben mit der besten Elf gespielt. Nur durch Elfmeter von Neymar zum Beispiel Brasilien gewonnen. 2-0 gegen USA gewonnen. Sag euch ehrlich, ich würde mich nicht wundern, wenn Japan weiterkommt. Nicht für Deutschland, also ist egal. Sei es für Deutschland oder Spanien. Kommen wir zu Belgien und ja. Belgien, die waren immer dieser Underdog, wo man gehofft hat, die reißen was. Aber ich glaube, dass dieses Underdog-Sein von Belgien irgendwie vorbei ist. Ich glaube, die sind irgendwie alle zu alt. Das ist schon vorbei. Vor allem, wenn ich die letzten Spiele gesehen habe und sehe, dass Eden Hazard Kapitän ist, was ich nicht verstehe. Die haben Courtois und De Bruyne und Eden Hazard ist Kapitän. Aber ich verstehe das nicht. Und die ganzen Abwehrspieler, die goldene Generation, die sind irgendwie zu alt, spielen auch irgendwie nicht mehr in der Premier League, glaube ich, vertrunken, Alderweireld oder Vermaelen und wie sie alle heißen. Ist mir zu alt alles. Ich finde vielleicht De Bruyne, Tielemans, Lukaku passt noch, aber weiß ich nicht. Aber in der Nations League haben sie sich eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, es gibt so gut wie niemanden, der mit Kanada nicht sympathisiert, wenn es dieses Wort gibt. Aber auch hier muss ich irgendwie immer darauf gucken, wie jetzt Belgien und Kroatien, die hatten einfach viel härtere Gegner wie in der Nations League, als die Gegner, die Kanada und Marokko hatte. Und ich finde, es ist irgendwie ein Vorteil für Belgien und Kroatien, wenn sie dann gegen schwächere Teams spielen, statt wie Kanada und Marokko gegen stärkere. Deswegen gehe ich hier auch, dass Belgien und Kroatien weiterkommen, obwohl Marokko ich sehr stark einschätze. Ich glaube, es ist nicht einfach, gegen Marokko zu gewinnen, haben auch ihre guten Spieler. Kroatien auch hier in 9 Spielen nur einmal verloren, ist für mich mein Gruppenerster und Belgien Gruppenzweiter. So kommen wir zu Gruppe G, Kamerun, Choupo, der beste Spieler der Welt, ganz klar Gruppenerster. Hier ist nur die Frage, wer wird Gruppenzweiter? Nee, Spaß, Leute, ich bin Kameruner, halb Kameruner, halb Deutscher, bin ich natürlich für Kamerun, aber ja, Brasilien müsste es eigentlich ganz klar machen, wobei Serbien und Schweiz schon geile Mannschaften sind auch nicht einfach zu bespielen. Serbien hat so coole Spieler. Vlahovic, Mitrovic, Kostic und Milinkovic-Savic. Schweiz hat auch geile mit Akanji und Elvedi und Xhaka. Bro, die haben ihre Spieler. Also ja, diese Gruppe ist sehr geil. Schade, Kamerun hat es da hart erwischt, aber ich hoffe, die werden gnadenlos letzter. Stellt schon die Frage, wer Zweiter wird. Serbien in 5 Spielen ungeschlagen. Schweiz auch eine geile Bilanz in der Nations League gegen Portugal gewonnen, gegen Spanien gewonnen. Uff, also echt Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Serbien und Schweiz. Ah, ich gehe hier. Ich glaube, die werden Zweiter. Letzte Gruppe, Gruppe H. Und jetzt kommt ein Statement von mir. Dafür könnt ihr mich jetzt fertig machen. Aber ich habe irgend so ein dummes Gefühl, dass da ist so viel Unruhe im Moment mit Ronaldo und so weiter. Ich weiß nicht, wer sonst Stürmer spielen könnte für ihn. Aber ich glaube, die könnten sogar auf dem Spielfeld mehr harmonieren. Ich glaube, Portugal könnte auf dem Spielfeld mehr harmonieren ohne Ronaldo. Ich habe die letzten Spiele von Portugal geguckt, als sie sich qualifiziert haben für die WM. Und das hat für mich nicht reingepasst. Da waren diese Portugiesen, Bernardo Silva und so, die bewegen sich, sind im Lauf. Und Ronaldo hat wie ein Fremdkörper vorne gewirkt. Einfach, der war einfach da. Ich brauche den Ball, passt mir den Ball und ich schieße jetzt gleich ein Tor oder so. Dabei, das hat einfach nicht harmoniert. Und jetzt ist er nochmal ein bisschen schlechter geworden. Vielleicht nicht schlechter, aber auf jeden Fall ist er mental nicht da.
da, wo er eigentlich sein sollte, wo er immer ist. Deswegen sehe ich ihn schlechter ein. Ich kann mir vorstellen, dass Portugal irgendwie stärker ohne Ronaldo ist, obwohl es Ronaldo ist, der sein Team mitträgt. Das ist halt die andere Sache, wo ich mir denke, okay, nein, Ronaldo muss spielen. Aber nichtsdestotrotz müsste Portugal auf jeden Fall weiterkommen. Ghana, sehr coole Mannschaft, haben die paar neue Spieler zu sich geholt, haben sie sich gewonnen für die Nationalmannschaft, aber die anderen sehe ich einfach zu stark. Südkorea auch seit 6 Spielen ungeschlagen. Auch Uruguay in 8 Spielen eine Niederlage und die war gegen Iran. Ich sag's euch, gegen Iran ist nicht so einfach. Ich überlege gerade wirklich, Uruguay Erster zu machen, Portugal Zweiter. Ich mache es. Ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen Unruhe in Portugal wegen Ronaldo und so weiter. Ich sag, Uruguay ist befreit. Vielleicht spielen die mit weniger Druck als Portugal. Ich sag, Portugal wird Zweiter. Das sage ich. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass Südkorea irgendwie einen zweiten Platz holt, anstatt Uruguay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Portugal Dritter wird. Die kommen weiter. Das heißt, ich kann mir auch so vorstellen, dass Südkorea irgendwie gegen Uruguay weiterkommt. Aber Uruguay, super Spieler auch. So, Leute, und jetzt wird's spannend. Oh shit. So, wir kommen in die K.O.-Phase. Wir haben in der ersten Runde Niederlande gegen Wales. Ist für mich eigentlich klar, Niederlande, die machen das. Die machen das, mein kleiner Favorit. Oh, was? Wir haben direkt Argentinien gegen Frankreich. Okay, das ist hart. Wow, ey, wir machen woanders weiter. Warte, chill, wir machen woanders weiter. Spanien, Belgien, was sind das für Spiele? Spanien, Belgien, sicher aber schon Spanien machen. Da sehe ich Spanien. Brasilien, Portugal ist für mich eigentlich auch klar Brasilien. Ich glaube, Brasilien hat für mich den besten und erfahrensten Kader, glaube ich, in der ganzen WM. Also natürlich hat Frankreich immer einen geilen Kader, aber wie immer, Mittelfeld, wie ich schon vorhin gesagt habe, gefällt mir nicht. Und bei Brasilien gefällt mir so gut wie alles, außer die Außenverteidiger. Da sehe ich schon Brasilien gewinnen. England gegen Senegal, cooles Spiel, aber müsste auch eigentlich für mich England machen. Aber wie gesagt, mit nichts überrascht, wenn England schon direkt rausfliegt oder hier rausfliegt. Weil ich weiß nicht, ich sehe die irgendwie nicht so stark. Dänemark gegen Polen, auch geiles, spannendes Spiel. Gehe ich hier mit Dänemark. Kroatien gegen Deutschland. Da kommt es für mich drauf an, wie Kroatien spielt. Ich weiß nicht ganz genau, was für ein Fußball sie spielen. Aber ich sehe Deutschland immer stärker, wenn die andere Mannschaft eher nach vorne geht, offensiv spielt. Dann finde ich Deutschland stärker, als wenn eine Mannschaft sehr viel verteidigt. Ich kann es bei Kroatien jetzt nicht abschätzen so richtig, weil ich die letzten Spiele nicht gesehen habe. Aber gehe dann doch hier mit, dass Deutschland das macht. Uruguay gegen Serbien. Boah, auch ein sehr, sehr Hammer-Spiel. Und Serbien könnte in meinen Augen sogar auch gut weit kommen. Sogar. Auch genauso wie Uruguay. Das ist hart. Das ist hart. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen für Serbien. Ich gehe hier mit Uruguay. Dann gehen wir jetzt zurück zu Argentinien und Frankreich. Und ach, das ist schon klar. Messi, Di Maria, die machen das. Argentinien und Frankreich ist raus im Achtelfinale. Die sind raus, Jungs, die sind raus. Das Viertelfinale ist ja schon heftig, Alter. Niederlande gegen Argentinien. Boah. Ich schätze Niederlande so stark ein, aber ich glaube, das ist irgendwann bei denen Knacks mental und Argentinien mental einfach stärker ist, dass die das gewinnen. Wo ich sogar glaube, dass Holland sowas gewinnen könnte, ehrlich gesagt. Aber dass sie sich das nicht zutrauen. Das ist, glaube ich, das Problem. Spanien gegen Brasilien. Ich finde auch Spanien natürlich sehr gut, wie ich schon vorhin meinte, aber Brasilien einfach. Die machen das. Die kommen hier weiter und das Halbfinale wäre schon so... Oh mein Gott. Wir gehen jetzt erstmal zu England und Dänemark. Ich sag's euch, wie es ist. Ich brauche da nicht viel überlegen. Ich gehe da mit Dänemark. England ist für mich raus. Die sind da raus. So, Dänemark im Halbfinale. Deutschland und Uruguay. Ich habe so ein Problem mit Deutschland. Ich kann die auch einfach so schlecht einschätzen. Die könnten irgendwie gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren. Aber Deutschland gegen Uruguay im Viertelfinale muss Deutschland, die machen das. Musiala, Bambi. Deutschland ist im Halbfinale. Im Allgemeinen würde ich Deutschland das gar nicht zutrauen, ins Halbfinale zu kommen. Eigentlich so Viertelfinale. Aber gegen Kroatien, Uruguay, boah, die packen es. Aber auch Kroatien könnte eigentlich gegen Deutschland gewinnen. Kommen wir Argentinien gegen Brasilien. Bro, ey. Scheiße, Alter. Argentinien gegen Brasilien. Warte, wir gehen erstmal. Ey, das sieht schon aus wie Argentinien, Deutschland, Alter. Wir gehen mal auf Dänemark. Wir gehen erstmal auf Dänemark, Deutschland. Oh mein Gott. Was machen wir? Jungs, was machen wir? Da muss ich mich warm anziehen. Dänemark gegen Deutschland. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich Dänemark so viel stärker sehe. England oder so. Aber ich glaube, wenn Deutschland gegen Dänemark spielen würde, dass Deutschland da irgendwie gewinnt. Gehen auch ein bisschen mehr offensiv nach vorne. Da sehe ich irgendwie...
Ey, das ist aber nur diesen Turnierbaum hier schuldig, ne? Die linke Seite ist ja mal so viel stärker als die rechte. Also ich hoffe doch, dass das so für Deutschland passieren würde. Weil hier links haben wir Holland, Argentinien, Frankreich, Spanien, Belgien, Brasilien, Portugal und die rechte Hälfte ist deutlich schwächer. Also, wow. Dann wäre Deutschland im Finale. Ich würde denen das eigentlich gar nicht so weit zutrauen. Und dann haben wir Argentinien gegen Brasilien. Also ohne diese Prediction wäre mein allgemeiner Favorit Argentinien. Also ich bin da ganz halt der Meinung, dass Argentinien die WM gewinnt. Aber zwischen Argentinien und Brasilien, wer da weiterkommt. Ich muss hier mit Argentinien gehen. Oh mein Gott. Ich hätte irgendwie Brasilien stärker als Argentinien, aber Argentinien einfach abgezockter. Und ich glaube, die werden so eine Energie haben, wie es Italien in der EM hatte, einfach nur für Messi. Einfach für Messi würden sie so eine scheiß krasse Energie haben. Und dann ist das Finale Argentinien gegen Deutschland. Deutschland wird nur gewinnen, wenn Mario Götze reinkommt. Aber Götze wird nicht reinkommen. Stellt euch mal vor, er kommt trotzdem am Ende und Deutschland gewinnt die WM. Das wäre so crazy. Aber wie ich schon gesagt habe, wie sie gegen Brasilien gewinnen werden, werden sie es auch, glaube ich, gegen Deutschland. Und ich sage Argentinien gewinnt die WM. Und auch, dass Deutschland ich glaube, in einem Finale gegen Argentinien ein bisschen sich in die Hosen scheißen. Ich weiß nicht wieso, aber bei der Mannschaft, ich sehe noch nicht diesen 100% richtig abgezockten Willen, den spüre ich bei Deutschland nicht. Das glaub ich nicht, dass die ein WM-Finale gewinnen würden gegen Argentinien. Wow. 2014, ja, aber bei dieser Mannschaft spüre ich es nicht. Champion Argentinien gegen Deutschland. Ach du Scheiße, ich habe es ehrlich gemacht. Ich habe es gemacht. Deutschland verliert im Finale. Gut, Jungs, dann sehen wir durch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Prediction in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein.